Auf Streife durch das ländliche Köln-Weidenpesch treffen Marc Westerhofen und Peter Rothmeier vor einem Bauernhof auf eine offenbar gerade verunglückte Frau. Guten Tag, junge Frau. Sind Sie gestürzt? Ja, aber mir geht's gut, alles gut. Oh, nee. Gucken Sie mal hier. Nee, nicht dran gehen. Alles gut, ich war gerade auf dem Weg zum Auto, mir ist irgendwie kurz schwindelig geworden. Dann sollten Sie sich vielleicht mal gerade mal irgendwie was hinsetzen. Brauchen wir einen Arzt? Alles gut. Nee, ich bin fit. Mir geht's gut. Alles gut. Sie haben eine Wunde am Kopf. Und sagen Sie mal Ihre linke Hand, bitte. Ich bin gestürzt. Von wo kommen Sie denn? Ich habe meine Schwester Maria besucht. Die wohnt hier. Alles in Ordnung. Also keine Sorgen. Haben Sie hier vielleicht irgendwas verloren, hier auf dem Boden? Ist das von Ihnen? Nee, das gehört mir nicht, dass ich wüsste. Also ich sehe das auch zum ersten Mal. Wer hat denn hier einen Babystrampler? Weiß ich nicht. Alles gut. Also ich habe, wie gesagt, nur meine Schwester besucht und war auf dem Weg zum Auto. Brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Alles okay. Wir machen uns aber Sorgen, Aldi, weil auch Ihre Knie ganz dreckig sind. Das sieht doch nicht normal aus. Die Hose kann man waschen. Das alles kann okay. Ihnen doch nicht gut gehen. Doch, ich bin fit. Sehen Sie ja. Haben Sie denn einen Personalausweis mal für mich? Nur zur Sicherheit, dass wir Ihre Personalien haben. Und in der Zeit, wo der Kollege mal schaut nach Ihren Personalien, gucke ich mir gerade mal Ihre... Führerschein haben Sie dabei. Ja. Hören Sie mal kurz bitte. Ja. Ihr Name noch mal war? Ja, Ruth Wagener. Frau Wagener. Genau. Okay, dann lassen Sie mal gerade mal schauen, die Platzwunde da. Oh, das sieht ganz übel aus. Da müssen wir einen Doc holen hier. Ja, alles gut. Nee, das ist nicht gut. Das kann ich ja auch zu Hause. Können wir nicht, pass auf. Wenn wir jetzt hier nichts unternehmen, wir als Polizisten, wir wollen ja auch erste Hilfe leisten, dann kriegen wir nachher ein wenig unterlassene Hilfeleistung. Wir müssen es auch von der Seite sehen. Und die zweite Sache ist, das muss verarztet werden. Sie haben ja jetzt erste Hilfe geleistet. Sie haben mich angesprochen, Sie haben mir Hilfe angeboten. Na gut, jetzt hat es ja erstmal. Mir geht's gut. Jetzt kann sie erstmal aufrecht stehen, ist ja auch zeitlich und örtlich orientiert. Danke dafür, aber mir geht's echt gut. Sie sagen, Sie waren bei Ihrer Schwester. Genau, ich habe meine Schwester Maria besucht. Gut, die hat keine Kinder, kein Baby. Die hat ein Baby, ja doch. Okay. Aber ich habe das nicht gesehen vorher. Das ist ja nicht schlimm. Können wir mal jetzt Ihre Schwester sprechen? Genau. Damit wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel kriegen. Weil aber die ist wahrscheinlich der Kollege mit dem Baby jetzt gerade beschäftigt. Ich würde die jetzt gerne ungern stören. Das macht ja nichts, ob die mit dem Baby beschäftigt ist. Wenn sie mit dem Baby beschäftigt ist, vermisst vielleicht den Strampler. Nee, Sie fahren jetzt mal gerade nirgendwo. Wir gehen jetzt gerade mal zu der Schwester mal gucken. Kommen Sie doch mal bitte mit. Sagen Sie mal, wo Ihre Schwester sich aufhält. Ja, folgen Sie mir. Als die Beamten auf dem Gelände des Bauernhofes auf den Schwager der 32-Jährigen treffen, erhärtet sich der Verdacht, dass hier etwas ziemlich faul ist. Das ist der Mann? Das ist der Mann, genau. Was macht die denn hier? Hey, wie Sie? Freundlich, du hast hier nichts zu suchen. Hier, ein bisschen. Hallo, ich bin jetzt gerade mal hier, ja? Und Sie sind jetzt gerade mal ein bisschen freundlicher und tun mal bitte die Gabel weg. Da habe ich ein gutes Gefühl. Legen Sie mal bitte dahin. So ist das. Doch, das ist der Schwager. Genau, ja. Hier gibt es aber so eine Eiseskälte. Ja. Habe ich das Gefühl, ne? So leichte Differenzen. Es liegt nicht an mir, es liegt wirklich an seiner Person, wie er einfach ist. Also mit ihm kann man einfach nicht klarkommen. Ich verstehe auch nicht, was meine Schwester an dir hat, also was sie überhaupt an dir gefunden hat, naja, um dich zu heiraten. Das ist aber dann die Sache von ihm und ihrer Schwester, wo die Liebe halt nochmal hinfällt. Ja, nur seitdem meine Schwester ihn geheiratet hat, haben meine Schwester und ich gar keinen Kontakt. Also. Aber Sie waren auch jetzt da, haben Sie gesagt. Ja, also haben Sie schon Kontakt. Wir haben uns kurz gesehen, aber durch ihn ist es halt eingefroren. Es ist nicht mal so, wie es mal war. Die ist total eifersüchtig. Irgendwas stimmt da nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eine glückliche Ehe führen, weil meine Schwester hat sonst immer mit mir gesprochen. Wir sind ein Herz und eine Seele und seitdem die verheiratet sind, ist es komplett weggefallen. Doch offenbar hat die 32-Jährige nicht nur mit dem Ehemann ihrer Schwester ein Problem, sondern auch mit der übrigen angeheirateten Familie. Du schon wieder? Wer bist du denn hier schon wieder? Gut, dass Sie da sind, nehmen Sie die gleich mit. Wer sind Sie denn? Büschner, mir gehört der Hof. Ihnen gehört der Hof? Sie sind die Mama jetzt hier vom Kai. Das ist mein Sohn, ja, natürlich. Okay, und Sie haben wahrscheinlich auch mit der Anzeige wegen Hausfriedensbruch was zu tun. Richtig. Sie ist eine Stalkerin. Also warum so stalkt sie denn? Inwiefern stalkt sie? Ich weiß es nicht, sie rennt hier immer rum. Darf ich auch was dazu sagen? Nee, sie drehen schon die ganze Zeit. Ist also wirklich ganz fürchterlich. Die sucht hier überall rum. Ich weiß nicht, so die ist immer hier vor Ort. Und was sucht sie denn? Wenn ich das mal wüsste. Aber die durchsucht alles. Der Strampler gehört ja zu Ihnen? Ja, natürlich. Das ist von der Rosa. Der Strampler lag neben der verletzten Schwägerin. Hier in der Einfahrt am Boden. Wie kommst du denn wieder an den Sachen von Rosa?
Ich habe mit den Sachen nichts zu tun. Das ist so ein Quatsch, den ihr ja von euch gebt. Ja? Wirklich. Ja? Ich wollte einfach. Du bist doch so neidisch. Auf deine Schwester bist du so neidisch. Warum ist er neidisch? Ja, weil sie eine Familie hat. Familie, Kind, alles. Und sie alles. Hat keine. Nee, sie hat gar nichts. Gut. Deswegen rennt sie wahrscheinlich auch immer hier rum. Das stimmt doch gar nicht. Maria hat mir eine SMS geschrieben. Und das kann ich auch bezeugen. Doch, das kann ich bezeugen. Haben Sie die SMS am Handy? Ja. Dass ich hier hinkommen sollte. Ganz klar. Und das Kind an mich nehmen sollte. Sie hatte nämlich einen Plan. Sie hat keinen Bock mehr auf euch. Komm, hör auf. Du wolltest die Rosa entführen, denke ich mal. Warum kann ich mir ehrlich gesagt jetzt auch langsam denken, so wie ihr drauf seid? Das ist immer noch der Ausweis. Das ist kein Handy. Ein bisschen durcheinander. Ich hab, können wir vielleicht doch mal die RTW-Besatzung. Das Handy ist weg. Ich hatte das vorhin noch in meiner Tasche. Heidewitzke, Herr Kapitän. Ja. Wo ist Habt denn ihr was alles damit klar? Zu tun? Wo ist, denn, wo ist denn die Dame des Hauses? Inklusive des Kindes. Dann hätten wir nämlich die gerne mal drin. Gesprochen. Du ja, wolltest, genau. Ist ja perfekt. Ist die Maria, genau. Dann gehen wir jetzt genau da mal gerade hin. Ja, und wir müssen, Maria. Dann fragen wir sie mal, ne, was ist los. Das hört sich nach einem Plan an. Ne? Maria? Ja. Bist du fertig? Du denkst, ja. Darf ich mal gucken? Ja, aber natürlich. Machen Sie mal die Tür auf. Danke. Bitte schön. Geht's Ihnen gut? Ja, ja. Kommen Sie mal mit, wir gehen hier mal. Ja. Was haben Sie jetzt? Machen Sie mal bitte die Haare weg. Ja, das wird. Ach, hast dich wieder, du bist so ungeschickt. Ja, ich weiß. Ich immer. Jetzt erzählen Sie. Jetzt erzählen Sie mir nicht, ist die Treppe runtergeflogen ich oder an der Türklinke hängen geblieben? Was hast du gemacht? Das sind nämlich Geschichten, da habe ich keine Lust mehr drauf. Wer hat Ihnen das blaue Auge zugefügt? Ich mir selber, ich bin wirklich total schusselig, was das angeht. Ich wollte einen Topf aus dem Schrank nehmen und. Das ist aber wieder eine neue Version. Das kenne ich noch nicht. Ja, aber Sie sehen ja, ich bin ja nicht so groß. Und wenn ich oben an den Schrank greife und dann hat irgendeiner was reingestellt, in Ravims fällt das raus und dann. Ja. Das ist wirklich ein bisschen schusselig ab und an. Dürfen wir mal. Können Sie mir bitte einen Gefallen? Ja, gerne. Gehen Sie doch mal bitte zu dem Kollegen und machen Sie von außen die Tür zu. Kein Problem. Ja? Gerne. So. Gut, ich hoffe, die bleibt auch zu. Jetzt tun Sie mir mal bitte einen Gefallen. Ja. Die Geschichte mit dem Topf. Also, das sind so Sachen, die habe ich schon tausendfach gehört. Die glaube ich niemandem und die waren auch nie so. Jetzt tun Sie mir bitte einen Gefallen und vertrauen sich mir an. Ihre Schwester liegt da unten verletzt. Sie sind Meine hier. Schwester ist verletzt? Ja, ihre Schwester ist gerade hier vor Ort und die ist verletzt. Kann ich zu meiner Schwester? Erst sie, dann ihre Schwester. Jetzt tun Sie mir den Gefallen und sagen mir die Wahrheit, wo Sie das blaue Auge her haben. Ist es wirklich, das war wirklich der Topf. Ich weiß, wie sich das anhört, aber ich habe wirklich versucht, den Schrank aufzumachen. Ihre Schwester sagt, es ist schwer, zu Ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie würden sich entgegen ihrer Gewohnheiten nicht mehr sehen, nicht mehr sprechen und keinen Kontakt haben. Ja, das ist richtig. Jetzt ja. Verstehen Sie, wie sich das für mich darstellt? Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber ich kann Sie da beruhigen, das ist alles gut. Also das ist wirklich, ich bin ein bisschen doof, was das angeht. Mir passieren, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Sie sind sich sicher, dass Sie bei der Version bleiben wollen? Ja, ja, ja. Sie werden hier von niemandem geschlagen, gefangen gehalten oder unterdrückt? Nein. Sind Sie sich ganz sicher? Ja. Dabei wollen Sie bleiben? Mhm. Dann gehen wir jetzt zu Ihrer Schwester. Okay, gut. Ja? Ja, ich möchte Sie wirklich. Sollte Ihnen die Wahrheit noch einfallen, bin ich für Sie da. Okay, danke. Gut. So. Marc. Was ist denn passiert? Guck dir mal bitte das blaue Auge von der Dame an. Was ist denn passiert? Gehen Sie mal gerade mal ein bisschen zurück. Gut. Aber was ist denn passiert? Ich bin gestürzt, alles okay, aber ich mache mir Sorgen um dich. Nein, es ist alles gut. Warum hast du hier einen blauen Fleck? Du weißt, hat keiner dich geschlagen. Quatsch, das wird er doch niemals machen. Wieso bist du so ängstlich? So bist du nicht. Ich bin doch nicht ängstlich. Ich weiß doch, gar nicht, du bist was meine hier Schwester. Ja, was ist auf einmal? Du bist verletzt. Darf ich mal ganz kurz mal was Dir fragen? Dir geht's nicht gut, das sehe ich. Ja. Doch, ist gut. Alles gut. Das versuchen wir jetzt gerade mal zu klären. Müssen wir gerade mal was fragen? Also das sieht mir schon eher aus wie so ein Hammer, ne? Also so ein Auge zu haben, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist. Ihnen geht's ja, ich sag mal, den Umständen vielleicht ganz, ganz okay. Ach, wo ist das Baby denn? Ihr Baby? Das schläft. Wo? Das schläft. In der Wiege hier Können vorne. Können wir das vielleicht gerade noch mal eben kontrollieren, damit wir auch wissen, dass alles in Ordnung ist? Weil mir fehlt jetzt gerade mal erstmal das Baby noch mal. Also oben war ich, oben ist nämlich kein Baby. Nein, das schläft hier vorne. Können wir da gerade mal kontrollieren, ob da alles in Ordnung ist? Ja, Sini, Mama, ich will das jetzt gerade nicht machen. Müssen Sie überall? Ja, müssen wir. Da liegt kein Baby. Wo ist das Baby? Wo ist Rosa? Wo ist das Baby? Wo ist das Baby? Im Prinzip hatten wir ja mal irgendwann jetzt die ganze Familie beisammen.
Das Einzige, was uns jetzt noch fehlte, ist das Baby, die Rosa. Die war irgendwie nicht in der Wiege, wo sie hätte liegen sollen. Somit gingen wir jetzt erstmal auf die Suche. Komischerweise rannten die beiden Schwestern in eine Richtung, zielgerichtet. Warum? Das sollte uns hinterher erst klar werden. Da braucht ihr gar nicht gucken, da ist nichts. Da ist doch nur Werkzeug. Warum sind Sie jetzt hier überhaupt so zielgerichtet hingelaufen? Alle raus da. Alle weg. Alle raus da, habe ich gerade gesagt. Raus. Wiedersehen. Was ist das hier für eine Liege und für einen Schlafsack? Sie sind ja zielgerichtet hier hingelaufen. Warum? Ja, das wird wahrscheinlich. Sie habe ich jetzt nicht gefragt. Nein. Wir haben Gäste auch hier auf dem Hof. Warum sind Sie hier so zielgerichtet hingelaufen? Weil die Ferienkinder hier ab und zu sind. Ferienkinder. Das passt doch zusammen. Du schläfst bestimmt. In so einer Abstellhütte hier. Na klar, so wie du aussiehst. Sie bleiben alle draußen da. Peter, hier gerade. Siehst du das? Das sieht nur so nach so einem Ohrring aus. Nimm noch mal. Ich würde mal fast behaupten, einer von den Damen. Ne? Ja, ich. Maria. Kommen Sie mal zu mir, Maria. Ich nehme Kommen Sie zu mir. Mit. Das ist doch ein Ohrring, den habe ich dir zum Geburtstag geschenkt. Nein. Kommen Sie zu mir, Maria. Ohrringe. Doch. Ja? Nein, ich, Kommen Sie, ich bin ja nicht am Kopf gefallen. Jetzt hören Sie doch mal auf zu quasseln da. Machen Sie mal die Haare zur Seite. So, das hast das sind die Ohrringe, die habe ich ihr geschenkt zum Geburtstag. Ja. Das sind ihre Lieblingsohrringe. Ja, ja. Okay. Einer der Kinder das gefunden. Ist doch klar, sie schläft da drin. Raus hier. Ist auf deinen Mist gewachsen. Das ist meine Schwiegertochter. Was soll Können die Sie mal raus hier, bitte. Familie? Und du behandelst sie wie Dreck? Verdammte Hacke. Das ist doch fast wie meine eigene Tochter. Ja, aber da haben wir es doch. Nein. Doch. Mit Sicherheit. Du bist ein Tyrann. So habe ich dich auch kennengelernt. Schluss jetzt mit der Quaselei. Mittlerweile habe ich die Schnauze gestrichen voll. Irgendwer erzählt mir nicht die Wahrheit und das kann ich nicht mehr ertragen. Wohnen oder schlafen Sie hier in dieser Hütte? Ja oder nein? Manchmal. Manchmal? Nicht immer. Das ist unfassbar. Okay, passen Sie mal auf. Wir gehen gerade mal darüber. Kommen Sie mal mit. Nehmen Sie mal mit. Menschensklaverei nennt man das. Wir bleiben hier stehen. Okay, passen Sie mal auf. Ich glaube, wir haben ein Problem hier, ne? Kann das sein? Nein. Ganz, passen Sie auf. Nein, Sie gucken ja gar nicht hin. Ich drehe mich so ein bisschen so. So, alles gut. Sie gucken nur noch mich jetzt an, ja? Sie brauchen Hilfe. Und das, was Sie dem Kollegen da erzählt haben, von wegen, dass Sie irgendwie gegen den Topf gerannt sind oder sowas, wir sind zu erfahren, als dass wir wissen, dass das Verletzungen sind, wo Sie sich gestoßen haben oder sonst irgendwas. Sie haben irgendwo Prügel bezogen. So schaut es nämlich aus. Gucken Sie mich bitte an. Gucken Sie mich bitte an. Wir möchten Ihnen helfen und wir werden Ihnen helfen. Okay. Ganz ruhig. Wer hat Ihnen das angetan? Meine Schwiegermutter. Okay, das lassen wir jetzt beiseite. Die zweite Sache ist, wo ist das Baby? Ganz ruhig. Ich weiß es wirklich nicht. Okay. Ich habe eine SMS geschrieben und ich habe ihr gesagt, dass sie das Kind holen soll. Ich halte es nicht mehr aus. Die Schwester sollte das holen. Ja, sie sollte ihr helfen. Alles gut. Wir sind jetzt hier und wir kriegen das jetzt hin, ja? Und es wird keiner Ihnen mehr was antun. Der muss erst an mir vorbei. Was ist denn mit Ihrem Mann? Weiß der von dem ganzen Mist? Ja, der weiß es, aber seine Mama ist es halt. Und wenn sie meint, dass ich das verdient habe, dann stimmt er ihr halt zu. Er hilft mir da auch nicht. Wir helfen Ihnen jetzt. Machen Sie sich mal keine Sorgen, okay? Ja? Und dass Sie da geschlafen haben halt, ne? Ab und zu mal. Ich glaube eher, dass Sie da fast jede Nacht verbringen wahrscheinlich, weil das ist auch Waschzeug und so. Sie sollen sich wahrscheinlich noch da waschen und haben wahrscheinlich auch die Klamotten schon was länger an. Hm? Das ist nur, wenn ich mich nicht benommen habe, dann muss ich halt da schlafen. Wenn Sie sich nicht benommen haben. Wenn das Frauchen nicht lieb ist, dann... Okay. Er muss sich halt in die Kammer. Machen Sie sich jetzt gar keinen Kopf mehr. Okay. Wir übernehmen das jetzt hier und Sie bleiben schön an meiner Seite. Ihnen wird keiner was tun. Okay. Okay? Die Lage spitzt sich zu, als vor dem Bauernhof plötzlich ein Motor gestartet wird. Will der Ehemann möglicherweise sein eigenes Kind entführen? Sofort ein Auto aus! Aus dem Auto raus. Raus aus dem Auto und Sie kommen zu mir. Schauen Sie, das Baby ist hier. Das Baby ist hier. Da stehen wir. Sie gehen zurück. Jetzt ist nur die Mama dran. Sie bleiben da schön stehen. Was war das denn für eine Aktion? Das ist mein Baby, ist doch ganz klar. Mein Baby, komm mal her. Komm her. Das Baby gehört ja nicht Ihnen. Und dann das Fahrzeug dann. Bein auseinander, los. So. Haben Sie irgendwas dabei? Nee, ich hab nichts. Warum wollten Sie denn abhauen? Jetzt einmal rumdrehen. Und jetzt will ich mal hier gerade mal ein paar Worte hören. Was ist los? Was stimmt hier mit Ihnen nicht? Ja, das ist doch mein Baby. Die versucht, mein Baby zu entführen. Wer? Das ist doch klar. Ja, hier, die Schwester. Ach ja? Soll ich mal gerade mal was anderes erzählen? Kann das sein, dass Ihrer Frau, das, was ihr da angetan wurde, dass Sie davon Kenntnis haben? Nee. Nee? Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Da habe ich aber eine andere Meinung, eine andere Version. Und Sie haben mir das auch angetan, ne? Wahrscheinlich hast du mein Handy auch geklaut, ne? Das war nämlich vorher in der Tasche. Wenn du schon versuchst, mit meinem Auto zu fliehen, hast du auch hundertprozentig mein Handy bei dir. Hat das Handy nicht. Also, Gottes Willen. Das wir machen unseren Job. Weißt du, was hier passiert ist? Was hier passiert ist? Erzähl. Dass Sie dort drüben im Kämmerlein, wenn Sie ein Frauchen, wenn Sie nicht brav war, dass Sie diesen Kämmerlein übernachten muss. Hm. Die ganzen Verletzungen, die ihr zugetragen worden sind, an der Schwiegermutter die Adresse, ne? Also und die Schwiegermutter ist der Topf, der aus dem Schrank gefallen aber ist. Okay. Und zu, wenn sie nicht gefügig ist, dann muss man doch mal durchgreifen. Sagen Sie mal, auf welchem Planeten leben Sie denn überhaupt? Anders kommt man hier auf dem Lande nicht zurecht. Hier muss alles klappen und das muss alles ineinander gefügt sein. Dann ziehe ich mit meinem Kollegen, wir ziehen hier mal ein und dann gucken wir, dass wir das vielleicht auch mal hinkriegen, ja? Dann werden wir ihm mal auf die Sprünge helfen, wie das hier läuft. Aber so läuft das garantiert nicht mehr. Zu guter Letzt wollte die schreckliche Schwiegermutter hier Zucht und Ordnung auf den Hof bringen. Ja? Wer nicht spurt, der bekommt Schläge. Entweder mit der Faust, mit den Händen oder mit der Gerte. Je nachdem, was so gerade greifbar ist. Und es geht hier auch noch um so eine Kindesentführung. Ja? Somit wird das Jugendamt mit Sicherheit auch noch ins Boot geholt. Und die werden dann entscheiden, wie das hier weitergeht. Die weiteren Ermittlungen haben ergeben, dass der Ehemann tatsächlich das Handy seiner Schwägerin gestohlen und sie niedergeschlagen hat. Die misshandelte Ehefrau lässt sich scheiden und lebt mit ihrem Kind bei ihrer Schwester.